Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Battledeck. Wir werden heute unsere Quest fortsetzen, bei allen 5 Nachfolgestaaten maximal angesehen zu sein. Und Patriot hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir bei der Söldnerprüfungskommission, so heißt sie im Deutschen, schon fast auf dem Maximalwert sind. Uhu! Party, würde ich sagen. Im Niedriggravitationspool. Nice. So, wir müssen mal gucken. Wir brauchen noch das Lyranische Commonwealth, das Draconis-Kombinat und die Föderation der Vereinigten Sonnen. Ja, müsste ja machbar sein. Vorher müssen wir noch mal in die MacBuch drüber glotzen, weil jener Black Knight hier natürlich ein bisschen repariert werden muss. Außerdem werden wir die Jungs hier einfrieren. Wie lange dauert das? Achso, einen ganzen Tag. Ah, natürlich viel zu lang. So, dann schauen wir mal. Wir wollten ja eigentlich direkt nach Norden irgendwo weiterfliegen. Wenn ich hier so in das Grenzgebiet irgendwo... Ah, da oben gibt es nur noch mehr Stress. Ich glaube, das System hier ist schon gar nicht so verkehrt. Da ist halt Haus Liao und so ein bisschen im Weg. Das Problem ist, dass das Lyranische Commonwealth und das Draconis-Kombinat halt hier auf dieser Karte kein eigenes Gebiet haben, weil die halt eigentlich da viel weiter im Norden wohnen. Dann brauchen wir hier 35 Tage, hier nur 30 Tage. Ja, ja, ja. Ja, ich schätze mal, wir werden echt hier nach Kalser, ja, dahin reisen auf jeden Fall. Zu einer Minen- und Industriewelt von eher strategischem als ökonomischem Wert. Wie heißt denn das? Kalseren? Wurde den Kapellanern im dritten Nachfolgekrieg von der Liga Freier Welten entrissen. Die Bewohner sind unter der Herrschaft von Haus Marik unzufrieden, sodass Unruhen und kleinere Sabotageakte an der Tagesordnung sind. Ja, hoffentlich bieten uns die Lyraner da einen vernünftigen Auftrag gegen die Piraten an. Maximal würde ich noch einen gegen das Magistrat machen. Trocknenwelt, Schlachtfeld. Naja. Alles nicht so geil, aber wir fliegen einfach mal hin und schauen, was unterwegs passiert und ob es da was Vernünftiges gibt für uns. Calculating course now, Commander. Söldner, das Videospiel, da ist es wieder. Am Nachmittag findest du Patriot in der Spielhalle beim Spielen von Mercenaries, einem Spiel basierend auf der beliebten Holowitz-Show. Commander, haben Sie dieses Spiel schon ausprobiert? Es ist vielleicht etwas zu nah an der Realität. Schauen Sie mal, ich verwalte meine eigene Söldnereinheit in der Peripherie. Du blickst über die Schulter des Mac-Kriegers und siehst unzählige Tabellen und kleine Symbole, die alle Macs repräsentieren, die ihm zur Verfügung stehen. Wir kommen Erinnerungen an Darius letzten monatlichen Ausgabenbericht. Ich komme nur gerade wirklich nicht weiter. Haben Sie vielleicht eine Idee? Was haben wir ihm denn letztes Mal? Weiß gar nicht. Macs umrüsten? Nee, ich glaube, letztes Mal haben wir ihm gesagt, er soll bessere Verträge aushandeln. Ja, wir könnten ihn jetzt ins Trainingsmodul schicken, aber die Antwort hat mir irgendwie gar nicht gefallen. Da sagen wir ihm, das Spiel ist doof, er soll lieber was Echtes trainieren und so. Wir sagen einfach mal, er soll die Krankenstation verbessern. Sie müssen ihre besten Mech-Krieger schneller wieder kampfbereit machen. Zeit ist Geld. Anstatt herumzuwarten, dass ihre favorisierten Piloten wieder gesund werden, könnten sie bereits neue Aufträge erledigen. In den nächsten paar Stunden arbeitest du mit Patriot zusammen, um genug C-Noten zu verdienen, um die Krankenstation immer weiter zu verbessern. Ab diesem Zeitpunkt werden die Piloten bereits kurz nach Einlieferung wieder entlassen. Yippie! Mitten in der Nacht wachst du plötzlich auf und hast den Kopf voller Ideen, die du am nächsten Morgen mit dem medizinischen Personal an Bord besprechen möchtest. Ja, wir bekommen also für plus 30 Tage einen Medpunkt. Das ist relativ unnütz für uns zu diesem Zeitpunkt des Spiels, nicht generell.
Got a new financial report for you, Commander. Ja, da ist er wieder. Wir sind billiger geworden seit letztem Mal, ne? Liegt es dran, dass ich diese beiden Mechs beim letzten Mal nicht eingelagert hatte? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Waypoint reached, Commander. Ja, da sind wir also. Schauen wir mal direkt in den Laden. Griffin Dragon, bla 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 bla. KSF 4++. Ja, könnte man benutzen, aber wir haben noch ein ziemlich gutes. Ja gut, das war's dann wohl. Ich wollte mal auf die Sternkarte schauen. Ob noch irgendwie irgendwas aufgepoppt ist. Nö, nix. Okay. So, Aufträge. Ach, es war so klar. Gegen die Kapellaner und die kämpfen gegen die Liga der freien Welten und die kämpfen auch gegen die Kapellaner. Das ist natürlich jetzt eher ungünstig für uns gelaufen. Nee, da fliegen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Wir fliegen hier einfach so ein bisschen die Randgebiete ab. Die sind wirklich nur hier auf dem Gebiet der freien Welten, ne? Ist jetzt natürlich ein bisschen nervig. Vielleicht fliegen wir einfach so hier drüben nicht, ne? Wer seid ihr eigentlich? Ach, kommst da? Ja, wir fliegen einfach mal nach hier oben. Irgendwo wird sich schon was ergeben. By your command. We've arrived at our destination, Commander. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch ein bisschen umgucken. Gegen die Liga freier Welten. Und die kämpfen hier gegen Piraten. Ja gut. Wie ich hier noch weiter rumfliege. Bleiben wir halt hier. Hier können wir eine Eskorte in der Wüste machen. Hier einen Kampf in der Tundra. Und hier, oh, maximaler Ruf 30. Das ist genau das, was wir brauchen. Eine Bergung im Polargebiet. Das hört sich doch gut an. Sie müssen unsere Agenten aus einer Forschungseinrichtung von Haus Marik befreien. Sie tragen äußerst sensible wissenschaftliche Materialien bei sich, die wir unbedingt bekommen müssen. Diese Materialien sind biologisch und dürfen unter keinen Umständen verunreinigt werden. Sollten Sie die Behälter öffnen oder die Materialien manipulieren, stellt das einen Vertragsbruch dar. Na klar. Commander des Lyranische Commonwealth meint es ernst mit der Klausel zum Verbot jeglicher Manipulation. Der Vertrag enthält 20 Seiten mit Anweisungen, wie die Proben, die wir besorgen müssen, zu behandeln sind. Eine Bergung. So, wir brauchen wie viele Punkte? 12. Und wir bekommen 18. Minus 14 hier bei der Liga freien Welten. Da müssen wir halt leider durch. Dann legen wir mal los. So, wen nehmen wir denn mit? Es ist eine Bergung. Können wir Stitch eigentlich mal rausschmeißen. Stattdessen nehmen wir Kutte mit.
Patriot. Polar. Nee. Nö. Wir nehmen uns lieber einen MacMike mit. Und dann gucken wir mal, ob wir damit Spaß haben können. Ich vermute schon. Sichere die Agenten und die biologischen Proben und Flüchte. Okay. Command Interface initiated. Ihr Ziel ist eine Forschungseinrichtung von Haus Marix. Sie werden die Agenten Lyra, die lyranischen Agenten, also wie die biologischen Proben dort sicher extrahieren. Sie sind zur Evakuierung bereit, sobald ihre Einheit die Einrichtungen erreicht haben. Aha. Holen Sie sie ab und bringen Sie sie zum Evakuierungspunkt. Viel Glück, Commander. Ja, cool, danke. I get to choose between hellfire or a frozen death. Ganz genau so ist es. Ich werde meinen Screenshot machen und dann geht's sofort los. Dann schauen wir mal. Kutte, ja, Vollsprint hier, ne? Passt schon. Wo wollen wir denn angreifen? Hier oben vielleicht über diese leicht erhöhte Position? Ja, warum eigentlich nicht? Acknowledged. Confirmed. Position confirmed. So, da bin ich ja mal gespannt, womit wir es jetzt zu tun bekommen. Ja, da können wir hier auch springen. Copy that. Ja, bis jetzt zeigt sich hier noch nicht allzu viel. Locking in coordinates. Well, look what we have here. Mhm, da haben wir sie. Die Gegner, 85 Tonner, ein Atlas und ein 80 Tonner. What's up, boss? Das verspricht ja ein ganz besonderer Spaß zu werden hier. Standing by. Ach, das ist schon seine Sprintweite. Ja, uncool. Copy that. Ja gut, die Sichtlinie ist so oder so gegeben. No problem, on my way. So, wir zuerst. Der Atlas könnte schon mega nerven. Ready to get it on. Allerdings können wir den halt nicht nach hinten schubsen.
Können wir ihm die AK-20 wegschießen? Man weiß es nicht. Hier drüben fühle ich mich so ein bisschen sicherer. Da haben wir hier durch dieses Gebäude ein bisschen Deckung. Nach links. Hitting the jump jets. Acknowledged. Ja, das hat nicht so ganz geklappt. Da kommt der Awesome. Richtet Awesome wenig Schaden an. Da hinten ist noch ein 90-Tonner. Aha. 100 Punkte hat er da noch. Receiving you. Alles kommt nicht so richtig ran. Ready for orders. Ich sehe zu wenig. Ne, in seine Seite kommen wir auf jeden Fall nicht. Dann können wir auch da stehen bleiben. Feuer frei. Das hat auch nicht so richtig den gewünschten Effekt gehabt. Trifft natürlich wunderschön mit seiner AK-20. Jo, jo, klare Sache. Receiving you. So, mal gucken, auf wen Steelhawk heute schießen darf. Affirmative. Ein Battlemaster. Der hat eine PPK drin. Ach, wisst ihr was? Du hast doch bestimmt Panzerbrecher, ne? Ja, aber sowas von. Da, 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 da. On it. Ja, Arme. Yep. Das sind nur 90er. Rare. Ja, hier auch. Okay. On my way. I copy. Boah. Alles in dieselbe Stelle geballert. Und damit ist der LSR-20 schon mal kaputt. Hammermäßig. Wie präzise die Laser einfach gebündelt waren. Irgendwo hat er noch was rumzustehen. Und da kommt's auch schon geflogen. Go time. 24 Punkte. Die Munition ist noch unberührt. Orders.
Ich gucke jetzt zurück, halte. Dann baut er ja auch einen Punkt Stabi-Schaden ab. Naja, wir machen das mal so. Acknowledged. Ich will dem Atlas noch ein bisschen wehtun, ehe der hier irgendeinen Unsinn macht. Oha, die ganze Seite weggeballert. Ah, der wird wahrscheinlich sofort wieder aufstehen, weil er als nächstes dran ist. So ist es. Also können wir von dem Sturz leider nicht wirklich profitieren. Er fällt die AK-20 nicht, weil die beschädigt ist. Ne, die ist gar nicht beschädigt. Warum hat denn die nicht gefeuert? Hitze ist okay. Eigentlich ist alles gut so. Ah. Good to go. Das sind 52, das sind 250. Wow. So, dann können wir uns gleich mal angucken, was da hinten rumguckt. Highlander. Brauchen wir einen Präzisionsschlag? Wahrscheinlich nicht, ne? Engage. Solid connection on that one. So, dann kann Kutti ihm nächste Runde den Rest geben. Ja, natürlich nur, falls er so lange überlebt. Waiting for orders. Aber komm nicht in seinen Rücken. Oh, der hat eine Menge Munition dabei. Der ganze linke Torso besteht quasi nur aus Munition. Ja, das ist doch mal schön. So, da müssen wir mal gucken, wohin wollen wir denn? Kommen wir auf seine linke Seite? Nee. Nee, gar nicht. Confirmed. Ja, da war die Munitionsexplosion. Solid connection on that one. Da ist die LSR-Munition hochgegangen. Not much armor left in that location. Jo, da hat er echt mal alles abgefeuert. Standing by. Ach, wen wollen wir denn? Here it comes. Ah, beinahe hätte sie ihm weggerissen. Aber er erwidert wenigstens das Feuer.
Ups, das ist ein Sturz. Au. Da liegt er natürlich sehr ungünstig. Wenigstens darf er sofort aufstehen nächste Runde. Und noch ein Kopftreffer. Ach Gott. Der ist doch gut, Leute. Mann, Mann, Mann. Let's go. War dann echt alle drauf. Yes, so, bitte, steh mal auf. Dankeschön. Lifting off. Ist eigentlich noch alles okay. Locked on. So, von dem Atlas war nicht mehr viel übrig. One less target. King Crab schießt er. Hm, okay. Ich meine, ist er sein Ding, auf wen er hier schießt? Ach, der Battlemaster ist quasi noch unberührt. Aber er muss richtig anstellen. Nicht mehr lange. Ey. Ja, der hat keine Munition. Oh, doch. Im linken Torso. Der ist halt so gar nicht gepanzert. Linker Torso. Der hier. Target lock on enemy's rear. Und tschüss. Enemy down. Oh nein, Daditz wurde von einem Medium Laser getroffen. Oh, der hier ist halt hässlich. Good to go. Aber wir schießen sogar von der guten Seite drauf. Das ist natürlich schon cool. Multiple targets confirmed. So, nur ein bisschen Overkill hier. So, und hier gibt es auch mal 120 Punkte Schaden für zwischendurch. Die schießen gar nicht. Ha. How's it going? Ist ja merkwürdig. Oh, ich kann nicht mal einen Präzisionsschlag hier irgendwie
Das ist natürlich sehr schade. All weapons are go. Dann halt einfach so ein bisschen Spaß hier. Light damage, Commander. Das hört sich gut an. Jetzt schießen die sich hier alle ein. Come on, send me a real mech warrior. Ich wollte gerade mal gucken, wie schwer die sind. No retreat. 90 Tonner. Standing by. Chance, den auszuknüpfen. Wir schauen mal. Vielleicht können wir eine Munitionsexplosion provozieren. Engaging. Yep. That's a kill. Das hat schon mal funktioniert. So, die müssen jetzt erstmal rankommen. Achso. Unser Sensorlocker ist natürlich schon erledigt. Oh, ah. Roger. Ja, sie befinden sich im richtigen Gebiet. Halten Sie Stellung, bis die Proben an Bord sind. Achso, weil wir da durch die Zone geflogen sind, oder was? Okay. Interessant. Ach. PPK ist so weit das Auge reicht. Ja, der steht wahrscheinlich richtig schnell wieder auf, ne? Also können wir auch gleich auf den seitlichen Torso schießen. Von da drüben pirscht sich noch einer an. Got something you want done? Yep, 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 in der Tat. Ach, der Highlander sieht ja super ungeschützt aus. Acknowledged. I copy. Das hat nicht ganz gereicht. Aber eine PPK haben wir gecrittet. Ja, komm ruhig dich da. Und er läuft durch den Wald durch. Er bleibt nicht mal drin stehen. Wenn das nicht mal ein Fehler war. Wir könnten wahrscheinlich tatsächlich ganz bequem auf den Awesome schießen. Aber der Highlander ist eigentlich so ein verführerisches Ziel. Na, wir haben auch keinen gezielten Schuss mehr. Meh.
Gut, in dem Fall. Jo, wollen wir wohl nach hier vorrücken? On my way. Multiple targets confirmed. Wow. Alter. Hat er ihm einfach den Kopf mit der Gauss weggeschossen. Aber hier sieht aber auch nicht mehr so ganz cool aus, ne? Müssen wir mal was machen. My armor's melting off. Good to go. Ah, das baut nicht so richtig viel Stabi-Schaden ab. Okay. Noch ein Awesome. Aber die Raketenvariante. Hat denn da seine einem Center Torso? Oh, echt jetzt? Nein. Doch, Struktur haben wir freigelegt. Ich dachte schon, wir wären nicht mal durch die Panzerung durchgekommen. So, die sind jetzt beide natürlich super nackig hier. Und wir kommen halt trotzdem gar nicht ran. Waiting for orders. Ich weiß gar nicht, auf wen ich hier schießen möchte. On my way. Beziehungsweise auf wen ich zuerst schießen möchte. Locked on with all weapons. Bah, irgendwo bewegt sich's doch noch. Das ist noch ein Awesome. Gibt's ja nicht. My armor's getting ripped off. Jo, da muss irgendwo ein Nest sein. Need something, Chief? Roger that. So, hier von der Seite daran zu kommen, ein bisschen schwierig. Hier einen Glückstreffer zu landen, geht wahrscheinlich schon eher. Wenn wir halt nicht auf die Arme schießen und auf den falschen Seitentorso. Score. Critical hit. Ja, zumindest so ähnlich, ne? Waiting for orders.
So, wir lassen mal Kutte hier ins Offene sprinten. No shooting, just running. Ready for orders. Ich hätte Kutte wahrscheinlich. Ja, hier drüben ist günstiger. Den müsste da jetzt geknackt bekommen. Yes, Commander. Das ist natürlich die Frage. Ich will Dalitz jetzt natürlich auch nicht unbedingt ins Offene setzen. Arr. So, wir schauen mal. Wie das hier funktioniert. Ich vermute sehr, sehr gut. Da gab es wieder die berühmte Munitionsexplosion. Commander? Sehr schön. Da brennt also auch nichts an. Jetzt kommt der Awesome von da drüben angedackelt. Hat scheinbar kein Schussfeld. Yes, Commander. Well, warum denn so schlecht? Yes, Commander. Ah, das können wir wenigstens ein bisschen anheben. Move into position. Ach, wer ist Center Torso hier? Hat ein bisschen überlebt. Receiving you. Wir versuchen das mal zu ändern. Firing full complement on the enemy. Hmm. Target neutralized. Und da war sie wieder, die Munitionsexplosion. Also auf Munition zielen, ne? Echt? Gute Sache. Engaging jump jets. So, Kutte darf hier die Position halten. Aye, aye. Location confirmed. Let's rest this baby, so she don't get too hot. Ja, nee, die Gefahr haben wir hier gar nicht eigentlich auf diesem Planeten. The asset is in hand, Commander. Good work. Ja, das ist doch schon mal schön. Copy that. Unebenes Terrain. Secondary asset is in hand and ready for retrieval. Gute Arbeit, Sie haben alle Feinde ausgelöscht. Ich kann Sie gleich hier abholen. Sie müssen sich nicht erst zu geplanten LZ begeben. Also mal ganz ehrlich, ne? Wer seine Munition auch echt im Center Torso unterbringt, dem
kann man einfach nicht mehr helfen. Oh, um 30% haben wir die Bezahlung erhöht. Ja, keine Rüstungsdurchschläge, von daher alles cool. Wir haben hier auch noch ordentlich Rüstung übrig, wie es aussieht. 46, 25, wenn ich Rüstung sage, meine ich natürlich Panzerung. Ja, alles cool, das läuft doch. So, Awesome-Teile können wir mitnehmen, eine Menge. Gibt es hier noch irgendeinen Scheiß? Ein M-Laser mit plus 3 Präzision und Crit. Oh ja, gerne. Ein L-Laser mit plus 10 Schaden nehmen wir auch mit. Vor allen Dingen plus 10 Schaden und 50% Crit. Das ist schon cool. Wer war denn hier der krasse Mac? Ich meine... das ist ein 8Q, das ist ein 8T. War da irgendwas Krasses dabei irgendwie? Keine Ahnung. Welches Mech-Teil wollen wir denn mitnehmen? Ach, das Atlas-Teil. Wir haben außerdem noch einen Highlander-Teil bekommen. Ja, schön. Über den leichten Laser freut sich bestimmt jemand. Und damit war es das für heute auch schon wieder. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir uns dann mit Haus Liao wieder gut stellen. Macht's gut und bis dann. Ciao.